Und schon wieder zurück bei Pillars of Eternity 2 Deadfire. Wir sind im alten Ukaizo unterwegs. Und sind offensichtlich auf der Suche nach einem König. Und um zu diesem König zu gelangen, müssen wir mit diversen Seelensplittern sprechen, die hier unterwegs sind, und diverse Wasser umleiten. Ein Irrlicht aus Seelenessenz steht dir im Weg. Es streckt seine flüchtigen Stränge nach dir aus. Offenbar spürt es etwas von seiner eigenen Seele in dir. Es sehnt sich danach, wieder mit dieser Faser vereint zu sein, und du kommst nicht umhin, es zuzulassen. Du breitest eine Karte deines Imperiums der Länge nach auf deinem großen Esstisch aus. Der Fremdländer schnappt nach Luft, als du ihm deine Grenzen zeigst, die sich bis ans Ende der Welt erstrecken. Er staunt, als du die vielen Gestandenen aufzählst, die du mit deiner Herrschaft vereinst. Dein Sohn sitzt auf deinen Knien und brabbelt, der Fremdländer lächelt. Er sagt, dass du in der Gunst der Götter stehen musst, wenn sie dir ein solch großes Reich und einen solch prächtigen Erben geschenkt haben. Du stimmst zu, die Götter haben dich tatsächlich gesegnet. Das Irrlicht aus Essenz klammert sich an die anderen in deiner Seele und strahlt dabei Unbehaglichkeit aus. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich das hier mache, dann wird doch das hier voll. Da stehe ich doch dann mittendrin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen sollte. Gut, hier kann ich nicht rein. Hier unten... Was? Eine Geißel. Und eine Geißel hat automatisch auch immer genau diese Leute mit dabei. Schön, gut zu wissen. Das ist schlecht. This is futile. Glory be. Bring them down. Escape. Enough. Muss erstmal diese Leute hier loswerden. Die zersäbeln mir sonst meine Magier da hinten. Verdammt, was zum Teufel? Okay. Wow. Wow. Okay. Alles klar. Wow. Wow. Alles klar. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Lucio ist wieder auferstanden. Wie er das nun mal so kann, aber das wird ja auch nicht mehr viel helfen. Puh. Und da ist er wieder. Das ist das Schöne bei Lucius, der steht einfach immer wieder auf, wenn er tot ist. Außer er stirbt dreimal. Dann ist es vorbei. Na gut, aber das bringt jetzt sowieso nicht mehr viel. Okay, alles klar. Wir wissen, hier schnell speichern zum Glück. Das habe ich ja, das mache ich ja glücklicherweise mittlerweile deutlich häufiger als früher. Andere Taktik also. Nicht einfach blind da unten runterrennen. So, und im Bestfall bleibt ihr jetzt hier vorne stehen. Dann können wir hier nämlich Folgendes tun. Gut, es hat Vatni erwischt. Da habe ich den Zauber wohl nicht so ganz exakt getroffen. Beziehungsweise ihn eben mitgetroffen.
Was aber nicht so schlimm ist, weil die drei jetzt weg sind. Nee, da ist noch eine Geißel. Wo war sie? Wo war die Geißel? Ach nee, das ist er. Ach Gott, ich wollte gerade schon sagen. Jetzt können wir uns aber ganz und gar ihm widmen, ohne dass die anderen dabei noch Stress schieben. Warum ist eigentlich Xoti wieder so weit vorne? That's not very helpful. So. So sieht der Kampf schon mal deutlich anders aus als eben. Besser. Deutlich besser. Auch wenn Vatnir einmal dahin gerafft wurde, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Was haben wir jetzt hier? Dieses Tor führt da vorne hin. Da können wir dann das hier machen. Das wird dazu führen, dass hier... Oh Gott. Ich sehe etliche. Die untergegangene Krone. Mhm. Becken der verlorenen Erinnerungen. Eilige Strömung. Mikeke der Gemäßigte. Hat das irgendwelche Bedeutungen? Mhm. Das hier sieht aus wie das Innere eines Tempels. Was? Nein, bitte nicht! Euch erwähnen, wie sehr ich diese Geißeln hasse. I did not con this spell speak. So help me God. Whoop the next one of you. Can I whack him any harder? Oh, good. Toll. How may I help? I'm here. To the point with you. Toll. Bin ich super. That's it. So müsste es eigentlich gehen. Lucius wird irgendwann sterben. Das ist so wahr wie es einmal in der Kirche, aber das ist Sinn der Sache. Denn er wird dann wieder auferstehen. This is futile. The gods, guide me. I shall not fear. Just like that. Die haben sie aber nochmal richtig aufgefahren hier mit den Geißeln. Die sind echt fies. Watch where you're aiming. That was about as useful as a bump on a pickle. Frost claim me. Frost damn it all. Puh. Packende Geheimnisse, Flüstern der Tiefe. Naja. Nun gut, auch dieser Kampf wäre zumindest mal überstanden, ohne einen weiteren Verlust beklagen zu müssen. Vatnir ist ja letztes Mal schon einmal gestorben. Also zumindest bewusstlos.
Sagen wir, er ist zu Boden gegangen. Das trifft es wahrscheinlich noch am besten. Das untergegangene Königreich. Das heißt, hier aus dem Tempel heraus gibt es auch nochmal einen Weg. I'll see it done. Dieser Sitz, der Sitz dieses extravaganten Throns wurde von einer langen Reihe königlicher Hinterteile blitzblank poliert. Wir haben also zumindest schon mal den Sitz des Königs gefunden. Wie sind sie denn bitte schön da unten rangekommen? Diese Statuen zeigen die strengen Gesichter früherer Huana-Herrscher. Und was ist mit dieser Statue? Na gut. Wo würde es denn hinführen, wenn wir die zertrümmerte Passage... Moment. Die zertrümmerte Passage? Ach. Hierhin. Wieder zurück quasi zum Anfang. Gut. Die untergegangene Krone führt ganz woanders hin. Tor ins Nichts, Tor ins Nichts. Wir müssen quasi die eilige Strömung... Hier unten ging es ja nirgendwo mehr hin. Wir müssen die eilige Strömung wegbekommen, damit wir hier oben hinkommen können. Jetzt ist die Frage, das Wasser fließt von hier unten rauf. Und müsste dann von hier abfließen, und zwar in diese Richtung. Das dürfte interessant werden. Wir haben noch dieses Ding hier, ne? Das macht ja auch irgendwas, wobei ich nicht genau weiß, wo das Wasser hinfließt. Das macht eigentlich keinen Sinn. Da geht's. Die Frage wäre aber, wo ist vom... Nee, das ist auch einfach nur ein Tor. Das führt hier hin. Sollen wir gerade gucken, was passiert, wenn wir das hier auslösen? Leave it to me. Dann sind da unten, dann ist der Zugang zum Palast dicht. Das bringt uns aber überhaupt nichts, oder? Hat ja auch sonst nichts verändert. I'll see it done. Oh, warte. Da unten ist noch ein Zugang, oder? Moment mal. Nee. Hättest du erst gedacht, hier wäre vielleicht noch ein Zugang, aber ich glaube... Ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Und wie komme ich jetzt hier drüber, indem ich das da aktiviere? Leave it to me. Hm? Wieso ist denn da jetzt Seele? Ein... Ach so. Das Wasser da hat sich jetzt abgesenkt. Ich verstehe. Das Wasser da hat sich jetzt abgesenkt. Sodass die Seele aus dem Wasser hervorgekommen ist. Weil hier jetzt nichts mehr ist. Das hier fließt nicht mehr nach oben.
Ein umherwandernder Klumpen aus Seelenessenz wartet in der Mitte des Pfades auf dich. Als er spürt, dass Teile von ihm sich bereits in dir befinden, schnellt er auf dich zu, um sich mit ihnen zu vereinen. Dein Volk winkt und ruft deinen Namen, während du den Fremdländer in deiner Stadt herumführst. Du hast seinen Rat mittlerweile mehr zu schätzen gelernt als den deiner eigenen Berater. Er würde sich nicht von all den Zeremonien und der Etikette um deine Person beeinflussen lassen. Er hat darum gebeten, in der Mitte der Stadt einen Ort zuzuweisen, auf dem er eine Vorrichtung konstruieren will. Sein Volk besteht aus Seelenformern, erklärt er, und sie haben einen Weg gefunden, mit den Göttern zu kommunizieren. Alles, was sie brauchen, ist ein Ort, der der Macht der Götter würdig ist. Nur zu gerne stimmst du zu. Oh, ich erinnere mich. Ist das nicht die Geschichte von den Engvitanern? Wir haben doch im Palast der vom Bahaki-Stamm, haben wir doch so eine Geschichte gesehen. Der Klumpen aus Seelenessenz vermischt sich mit den Stücken, die dir bereits innewohnen. Ein stechender Schmerz fährt durch deine Brust. Furcht. Nicht deine, sondern die der Seele. Sie hält es nicht aus, alleine zu sein, aber sie will auch nicht vollständig sein. Okay, und wenn ich jetzt das hier betätige, was passiert dann? Dann senkt sich das da unten wieder ab. Es macht aber zwei Dinge. Es guckt auch immer hier runter. Jetzt wäre natürlich die Frage, wo kommen wir hin, wenn ich im Palast auf die linke Seite gehe? Also auf das andere Portal nutze. Und ändert sich hier im Palast vielleicht auch was? Können wir dann vielleicht hier unten runtergehen? Das könnte ja genauso gut sein. Ah ja. Hier kommen wir dann hier hin. Heilige Ströme. Huch! Heilige Ströme. Was? Was habe ich jetzt bekommen? Der Legende zufolge erschufen alte Wasserformer aus Ukaizo dieses Zepter auf dem Meeresboden. Den Schaft fertigten sie aus feinstem Sandelholz. Für die Spitze suchten sie eine seltene Perle, die über 1000 Jahre hinweg in einer Molluske groß wie ein Ruderboot geformt wurde. Nur durch Ondras Segen konnten die Wasserformer sie aus der Kreatur ziehen, ohne selbst von ihr verschlungen zu werden. Das Zepter war angeblich Teil eines Rituals, mit dem Ngati Vergnügen bereitet wurde. Allerdings sind die Einzelheiten zu dieser unzüchtigen Angelegenheit mit der Zeit verloren gegangen. Na gut. Aber es bringt nichts hier irgendwie. Das heißt, es muss irgendwo noch ein Stück Seelenessenz. Aber hier ist noch ein. Ja, schau mal an. Da senkt sich nämlich hier dann das Wasser. Und wir können hier durch. Aber ich glaube, mir fehlt immer noch ein Stück Seelenessenz. Hier oben ging es nirgendwo hin, wenn ich mich nicht ganz täusche. Im dritten Seelenfragment sah ich, wie der König zustimmte, seinem neuen Berater einen Ort zu entweisen, um dort eine Maschine zu bauen, mit deren Hilfe man mit den Göttern sprechen konnte. Okay. Von den im Wasser treibenden Seelenfragmenten. Das heißt, hier müssen noch mehr Seelenfragmente sein. Ich muss sie nur finden. Wahrscheinlich habe ich auch schon wieder welche übersehen. So kurzsichtig, wie ich manchmal bin. Ach. Jetzt kann ich bis hier vorgehen, aber hier rein noch immer nicht. Da ist eine wandernde Seele. Direkt davor.
Ein Knoten aus Seelenessenz treibt sich vor dir herum. Zunächst schreckt er vor deiner Berührung zurück, doch er gibt schnell nach, als er den Rest seines Selbst in dir spürt. Seine Einsamkeit erweist sich als mächtiger als seine Furcht. Beißender Rauch erfüllt die Luft, ein Feuer wütet in der ganzen Stadt. Du stolperst über ein Bruchstück einer zerbrochenen Statue und fällst zu Boden. Ein stechender Schmerz schnellt deinen Arm hinauf. Du bist auch betroffen. Du bleibst dort auf dem Boden liegen, zu erschöpft, um aufzustehen, um weiterzumachen. Um dich herum brennt deine Stadt nieder. Sie haben dir erzählt, dass du mit den Göttern sprechen kannst. Du hast es für eine Ehre gehalten, aber als der bärtige Mann, dem du zu vertrauen gelernt hast, seine Maschine aktivierte, wurde die Hälfte deiner Bevölkerung in Asche verwandelt. Ihre Seelen wurden aus ihren Körpern gerissen wie Vorhänge von einem Fenster. Sie haben nicht einmal geschrien. Aber die Fremdländer haben nicht gelogen. Sie konnten mit den Göttern kommunizieren. Die Götter sind in Flammen und Fluten auf deine Stadt herabgestiegen. Sie haben deinen Palast in Schutt und Asche gelegt und deine Häfen überflutet. Nur einige wenige Leute konnten der Zerstörung auf Schiffen entkommen. Die, die geblieben sind, starben in Angst und Schrecken. Abgesehen von dir. Dich lassen sie am Leben. In ihrer göttlichen Grausamkeit lassen dich die Götter leben. Die verteilten Stücke aus Seelenessenz fließen im Schutz deiner Seele zusammen. Endlich vereint löst sich der Geist zögerlich von dir. Und jetzt? Jetzt sollen wir zur untergegangenen Krone. Ich höre Adra. Das war doch hier, oder? Finde den Thron in der versunkenen Krone. Ich habe mehrere Fragmente der Seele eines alten Huana-Königs gesammelt. Wenn ich dem Geist wieder zu seiner Machtposition verhelfe, kann ich ihn vielleicht überzeugen, mir bei der Vernichtung von Nereus Kyrlas zu helfen. Hier. Aha, okay. Das Seelenfragment löst sich in einem Blitz zerstreuter Essenz auf und formiert sich in Form eines großen männlichen Aumawanas, in prachtvollen Roben und goldenem Schmuck neu. My great hall stands open for all who would pay fealty to their beloved king. Why are you here? Nun, er ist immer noch in seiner Welt der König des größten Imperiums. Seid gegrüßt. Welcome. Der König betrachtet dich mit einer erhobenen Augenbraue und einem selbstgefälligen Lächeln auf den Lippen. Eure Exzellenz, ich habe ein paar Fragen. Ich hatte gehofft, ihr würdet sie anhören. You have proved yourself more polite than most. I will humor you. For time. You have my permission to continue. Wer genau bist du? King Wingaro Owaturi I. You've heard of me, of course. Haven't you? Vielleicht in alten Geschichten, ja. Er lässt sich wieder auf seinem Thron nieder, seine leuchtenden Augen blinzeln schnell. Nach einer langen Weile lacht er. A fine joke. Dein Königreich ist älter als Ukaizo. My kingdom is Ukaizo. The jewel of the Deadfire. No, of Aeora. A city so magnificent, it draws the jealous eyes of all the world's great civilizations. It will make a fine inheritance for my many daughters. Glückliche Mädchen. What greater gift can a doting father give than an empire? Spans the world. Aber was ist mit deinem Königreich passiert? Look around you. Is my hall not the picture of power? Do you not drown in luxury? Ja, es scheint in einem ausgezeichneten Zustand zu sein. As I said, the jewel of Aeora. Hast du verstanden, was hier passiert ist? König Wingauro verschränkt die Arme und runzelt die Stirn. Er sieht aus wie ein bockiges Kind. Verrat benutzen.
Um es milde auszudrücken, Eure Hoheit, Eure Zivilisation ist ruiniert und Eure Seele in Rümmelgans Reich gefangen. That is not possible, I say. My empire is the strongest in Aeora. No, the greatest empire history has ever known. My reach extends to the edges of the world. Kith, on distant shores, pay fealty to me, King Wingoro Awaturi the First. Du weißt, dass das nicht stimmt. My judgment is beyond reproach. By you, by the gods, by anyone. I will not take the blame for what happened. Do you hear me? I will not. Auch wenn euer Reich durch List gefallen ist, blühen die Huana immer noch im Todesfeuer auf. Dein Vermächtnis überlebt dich. You speak truly. My people still make their home in dead fire. Die Überraschung weitet seine Augen. Als dieser Ausdruck verschwindet, wird er von einem Blick voller langsam dämmernder Erkenntnis und schließlich Verwunderung ersetzt. Seine Gesichtszüge verwischen und laufen dann wie Wasser an seinem Gesicht herunter. Was zurückbleibt, ist das Gesicht eines alten Aumawaners, der dem Ende seines Lebens entgegengeht. Seine Schultern sacken nach unten, als hätten sie das Gewicht von Jahrhunderten getragen, und seine einst so lebendigen Augen werden trüb und matt. Ein stotternder Atemzug keucht aus seiner Brust hervor. When the bearded Outlander and his cabal arrived in Ukaizo, they offered glory, strength, growth, and asked so little in return. My council warned me against allying with them. I called them cowards. Aber wenn sie nichts dafür verlangen und Ruhm, Stärke und Wachstum bieten, dann muss doch irgendwas daran. Naja. All that mattered to me was the extent of our reach. Endless expansion. Security for the Wana. A legacy none could match. I say, it was my weakness they exploited. I believed I could stand against the tide of time. The tide that wears down even the hardest stone to sand. And my arrogance doomed us all. Er atmet schwer und stotternd aus und kann dir nicht wirklich in die Augen sehen. Schließe Frieden mit deinen Fehlern, König Wingoro. Lass es hinter dir und geh in das weiße Nichts ein. Perhaps it is time. I say I am ready to be free of this guilt, if you would give me the comfort of eternity. Reisender durch das Nichts. Er geht langsam zu der Adra-Säule in der Nähe, bleibt dann wieder stehen und sieht dich aufmerksam und neugierig an. Dann nickt er schnell und zufrieden. Mit einem schnellen, scheidenden Blick löst sich das Bild des alten Königs in strähnenschwebender Essenz auf. Der König ist fort. Trete den Drachenhort. Oh Gott, wir haben keine Hilfe. Ob das eine gute Idee war? Wir haben keine Hilfe. Leave it to me. Naja, na gut. Aber vielleicht haben wir Rümmelgant an unserer Seite. Nur vielleicht. You have resurfaced. Rünhedders kalte Aufmerksamkeit streift über dich. Even now the water drains away into the void. You've ended its king then. Seine Zeit war gekommen. Your actions were admirable. Ein kleines Runzeln macht sich in ihren Mundwinkeln bemerkbar. Ein kleines Schmunzeln macht sich in ihren Mundwinkeln bemerkbar. Still, might he have served a greater purpose before his final end. No matter. Eyes cannot be unshattered. Und jetzt bleibt uns nur noch ein Weg offen, nämlich dieser hier, in den Drachenschlund hinunter.
Ich glaube nicht, dass wir gut darauf vorbereitet sind. Und ich fürchte, das wird eine lange Periode von vielen Kämpfen werden. Und wir werden sie hinter uns bringen. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.